Willkommen zurück zu The Evil Within, Kapitel 13, das Opfer. Wir sind hier in diese Wohnung reingeschlittert. Wir müssen nach unten. Müssen wir das wirklich? Halt durch, wenn du da unten bist. Wir kommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, Kidman geht's ganz gut. Ich mache mir irgendwie überhaupt keine Sorgen um sie. Schauen wir uns doch erstmal hier in Ruhe um. Da liegt, glaube ich, wieder ein Tagebuch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, 1. September 2012. Mira ist weg. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr von ihr gehört. Ich habe den anderen erzählt, aber die halten mich für verrückt. Ihr Auto, ihr Computer und einige ihrer Sachen sind fort. Keine Anzeichen vom falschen Spiel. Alle glauben, dass sie mich verlassen hat. Sie reden über meine Trinkerei, als ob die etwas mit Miras Verschwinden zu tun hätte. Sie verhalten sich auch nicht so, als wäre sie verschwunden. Sie behandeln mich so, als wäre ich schuld, dass sie mich verlassen hat. Aber ich weiß, dass sie das nicht hat. Jemand hat sie mitgenommen. Sie war irgendetwas auf der Spur. Aber was? Wow, und da werden wir auch schon eingeladen. Die Einladung nehme ich gerne an, aber erst möchte ich hier noch alles sammeln, was geht. Ich bin schon wieder voll mit Feuerzeug, Krams. Was macht denn die so eine Gefängnistür hier bitte? Ist die aus dem Spiegel geflogen oder was? Alter, sieht das krass aus hier. Nee, du musst noch ein bisschen warten, Chaos. Ich habe noch ein Rendezvous mit dem Spiegel. Gucken, ob hier irgendwas ist. Kann ich da vielleicht hoch? Ja, da kann ich hoch. Getränkeautomat. Yeah. Werde ich wieder ausbeuten. Los geht's. Lieber gleich mal weg. Vielleicht kommt ja... Yes, sir! Jackpot. Ich bin natürlich wieder gierig, ist klar. Oh, ich darf gar nicht mehr gierig sein. Schade, ich kann nicht mehr benutzen. Diesmal also keine Falle. Schaut euch mal die Map an hier. Also, gerade, also mal ehrlich, durch dieses Gekritzel da an den Türen, das muss ich doch ein bisschen an Silent Hill denken gerade, auch wenn es vom anderen Entwickler stammt, aber es soll wohl absichtlich daran erinnern, bin ich mir doch, ja, bestimmt. Cool. Naja. Aber sowas kriegen wir natürlich bei The Evil Within nicht. Noch ein paar Bier? Nein, keine Lust auf Bier. Können wir nicht den Aufzug einfach nehmen und nach unten fahren? Müssen wir diesen umständlichen, hässlichen Weg nehmen? Moment mal, geht's hier vielleicht weiter? Aber nee, Joseph will doch da runter, ne? Moment, ich muss mal kurz was testen. Kann man da runter? Nee, glaube ich gar nicht, dass man da runter kann. Also müssen wir den Gang weiter. Und deswegen gehen wir jetzt doch zuerst mal gleich in den Spiegel. Ich gucke noch in den Schrank. Nee, da ist auch nichts. Okay. Na komm, dann gehen wir jetzt erstmal in den Spiegel, bevor das nicht mehr geht und ich sonst was verbaue. Ach, ich habe ja mal Munition. Was geht denn da ab, hey? Ich habe ja mal volle Muni hier. Ich sollte das Maximum steigern. Oh Mann, ist das ramponiert hier. Nur die Türen, die sind noch ganz, blöderweise. Da komme ich nicht durch. Aber da will ich eigentlich auch gar nicht durch. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Ja, ich glaube, das alles ist hier ein böser Traum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendetwas hier noch der Realität entspricht. Neues Kapitel. Und somit sollten wir uns auch hier nochmal gründlichst umschauen. Irgendwas könnte ja anders sein. So, wo ist unsere Lady? Die ist nicht da, das ist... Ihr letzter Besuch ist schon eine Weile her. Ah, okay. Da ist sie wieder. Ja, ist schon eine Weile her, das stimmt. So, was haben wir denn hier Feines in der Zeitung? Anwesen brennt ab. Jahrhundertaltes Anwesen abgebrannt. Verdacht auf Brandstiftung. Das Victorino-Anwesen ist vollständig abgebrannt. Es wird von Brandstiftung ausgegangen. Der Aufenthaltsort des zurückgezogenen lebenden Besitzers ist unbekannt. Ja, das haben wir ja mehr oder weniger schon mitbekommen. Das ist ja jetzt keine Neuigkeit, dass das alles abgebrannt ist. So, hier ist nichts für mich, schade. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir erst zu unseren Schließfächern. Ich glaube, ich habe ja eine Statue gefunden. Kartenfragment habe ich auch, aber das ist mir eigentlich Wumpe. Schade, dass man nicht
für eine gewisse Anzahl von Fragmenten schon was bekommt. Nein, man muss alles haben. Schaut mal an, wie schön wir hier jetzt Muni gebunkert haben. Das ist doch mal richtig gut, oder? Okay, die Heilung, die nehme ich aber mit. Gut, obwohl die hätte ich auch liegen lassen sollen. War jetzt eigentlich ein Fehler. Naja. Machen wir mal was auf. Wieso? Ich habe doch einen Schlüssel. Wieso kann ich nichts öffnen? Was ist denn da los? Wieso kann ich nichts öffnen? Ich habe einen Schlüssel. Nee, ich habe null Schlüssel. Hä? Aber ich habe doch... Nee, habe ich nicht. Ach, egal. Aber ich habe doch eine Statue gefunden. Nee, das war gar keine Statue. Shit. Ich habe gar keine Statue gefunden. Das, was ich meine, das war lediglich Gel. Ich habe nichts gefunden. Verdammt. Na gut, dann halt nicht. Schade. Dann kriege ich halt nichts. Ja, manche sind ja nicht davon überzeugt, dass ich momentan die Magnum so gut aufwerte. Dass das eher so eine Geschichte für New Game Plus ist. Naja. Weiß nicht. Kommt mir bestimmt noch zugute. So, Qualenbolzen, Fitnessbolzen. Ich wollte eigentlich die das Maximum erhöhen von der normalen Waffe, weil ich, ne, ich kann das nicht haben. Ich nehme Magazinkapazität. Ja, die Feuerrate, Schadensmultiplikator. Was kostet eigentlich der? Oh, 20.000, das ist eine Menge. Das ist doch, ja, das ist der Revolver. Das ist die richtige Waffe. Ja gut, dann erhöhen wir das mal. Das ist ja spottbillig. Das tut jetzt überhaupt nicht weh. Machen wir nochmal. Ne, geht nicht nochmal. Doch, müsste. So, das sollte reichen. Dann kann ich wieder ein bisschen mehr mitnehmen. So, haben wir 8 Schuss. Wunderbar. Und 3 kann ich jetzt nochmal aufsammeln. Ist jetzt nicht die Welt, aber allein die Tatsache, dass da mehr reinpasst, das wird uns bestimmt ein guter Vorteil sein. Na gut, Lady. Ich überlege gerade, ob ich nochmal speichern soll. Ja, komm. Wenn da gleich was passiert und ich sterbe und dann nochmal die ganze Intro und... Nee, lass mal gut sein. So, Kapitel 13 also. Langsam wird's ernst. Wir steuern ganz gemächlich dem Ende zu. Los geht's. Ein doch sehr großes Spiel, muss man ja wirklich zugeben. Da kann man sich wirklich nicht beschweren. Horrorspiele normalerweise doch eher kürzer. Aber hier, das volle Programm. So, also ich könnte hier runter und ob ich dann nochmal hochkomme, sei mal dahingestellt. Deswegen gehe ich jetzt doch erstmal da in die andere Richtung, was ich gesehen habe. Hier. Vielleicht finde ich ja da noch was. So. Hier ist alles verlassen. Wirkt ein bisschen unheimlich hier. Kann nichts tun. Ich dachte, da hängt jemand, aber nee, ist ja nur der Vorhang. Okay. Boah, ganz schön ramponiert das Ganze, aber kein Wunder, wenn da ein Bus reinfährt. Das sollte uns nicht wundern. Eine Spritze, ja. Das ist genau das, was ich mir hätte schenken können. Habe ich die eine Spritze mitgenommen, blöderweise. Hätte ich nicht tun dürfen, es ärgert mich jetzt immer noch. Ich benutze halt eine, dann bin ich voll. Ist ja insofern noch nicht verschwendet. Da muss ich mir halt einfach verbieten, Spritzen zu benutzen. Ja, obwohl, das bringt es ja eigentlich auch nicht. Dann liegen die Spritzen auch da blöd rum und... ach, ich hätte es nicht mitnehmen dürfen. Das war irgendwie so reflexartig blöd von mir. Aber na gut, jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Munition. Oh, was haben wir denn da für ein schönes Bild? Es strahlt irgendwie Gefahr aus, wenn ihr mich fragt. Man, ist sie wirklich noch da unten? Wahrscheinlich ist die schon wieder ganz woanders. Ja, also selten mache ich mir so wenig Sorgen um einen Mensch wie um Kidman. Das ist echt interessant. Ich vertraue ihr auch nicht. Ich hatte ja ganz offenbar Geheimnisse. Und es wird ja ein DLC geben, bei dem man Kidman spielen wird. Und da wird man garantiert mehr über sie erfahren. Also nicht wundern, wenn das Ganze vielleicht noch ein bisschen, ja, geheimnisvoll bleibt um sie herum. Da haben sie sich schon noch ein DLC überlegt. Aber na gut. Gehen wir mal hier runter. So. Ja. Da höre ich schon. Da höre ich schon wieder Probleme. Viele schöne Sachen liegen hier rum, aber
erstmal. Ist das Säure? Säure? Ach du Kacke, wo kommt denn hier die Säure her? Ich werd verrückt. Okay, das ist natürlich nicht gut. So, ich sehe hier keinen Bösen, deswegen werde ich mal erst noch ein bisschen sammeln. Da haben sie einfach den Brain-Automat umgeschmissen. Ich glaube, es geht los. So, kann ich dieses Säureautomat irgendwie ausstellen oder muss ich da mit Timing durch? Ich befürchte, ich muss da mit Timing durch. Das ist das Schlimmere. oh je, das kann ja was werden. Das kann ja lustig werden, vor allem wenn da noch Gegner dazukommen, ich aufpassen muss und schnell, es muss schnell gehen und oh Gott, was eigentlich mit der Maschine, ja gut, die könnte ich, das ist wieder dieses Minispiel, vermutlich, ne? Ah, ich hasse dieses, aber nee, das ist irgendwie anders, ich meine, es piept ja nicht, es tut ja nichts, ich muss mir das mal, zumindest mal angucken. Okay, X halten kriege ich hin. Das haben wir gut gemacht, oder? Wenn es grün leuchtet. Ich meine, ich setze die Säure aus. Ja, ach so, okay, verstehe. Bleibt die auch aus? Vermutlich. Warum sollte die wieder angehen? Okay, gut. Dann wissen wir schon mal Bescheid, wie das funktioniert. Nimm das Zeug mit. Ich dachte eigentlich, ein Monster gehört zu haben, aber anscheinend habe ich mich geirrt. Ich muss schon wieder ein bisschen an Silent Hill denken. Interessant. Aber da wollen wir eh nicht hin. Wir wollen ja irgendwie runter und raus. Oh Gott, das Bild, Leute. Unheimlich. Findet ihr nicht? Total unheimlich gerade. Sehr stark. Ja, alles hier mit diesem Draht hier. Unmöglich zu passieren. Was ist jetzt? Na klar, das ganze Haus ist verbröckelt und droht zusammenzubrechen. Kein Wunder. Ich habe irgendwie Angst, dass gleich die Türen aufgerissen werden, was rauskommt, aber noch ist alles gut. Er läuft automatisch. Gott. Kann so eine Verwüstung verursachen. Ist das eine U-Bahn, die da aus dem Boden guckt? Ja, aber schau, wie sie liegt. Wenn wir es bis dahin schaffen, könnten wir mit ihrer Hilfe rüberkommen. Konzentrieren wir uns darauf, hier rauszukommen. Hey, das ist doch nicht deren Ernst, oder? Die sehen da hinten so eine U-Bahn. Ey, geil, wie eine Brücke, da müssen wir unbedingt drüber laufen. Da fällt euch kein anderer Weg ein? Ja, warum nicht? Ja, über die U-Bahn. Wieder so ein krankes Bild. Wer hängt sich denn sowas bitte auf? Nicht mal ich als Horrorfreak würde mir sowas aufhängen. Was haben wir denn hier für Zeitschriften? Immer dieses Brain. Mann. Okay. Kann ich da runter? Nee, ne? Ich will immer irgendwie gleich runterspringen oder sowas. Was ist denn da los? Ein Aufzug? Oh, das sieht ja sehr robust aus, wirklich. Sehr vertrauenserweckend. Ja, nimm mal die Muni mit. So, jetzt sind wir wieder voll mit der Munition. Komm ich da nicht rüber? Nee. Ach, toll, ich muss natürlich auf dieses Ding da. Ah, das fällt doch runter, wenn ich da jetzt drauf stief. Na egal, komm. Ne, der will gar nicht. Der will da gar nicht drauf. Na dann. Und tschüss. Geklappt. Ach, eine Leiter. Ja, die Leiter nehme ich tausendmal lieber. Aber sowas von. Ist das jetzt stabil? Ich weiß ja nicht. Ich gehe besser schnell durch. Oh, ich gehe schnell durch, sagte ich. Tja, Joseph. Du musst springen. Riskier das lieber nicht. Warte. Ich glaube, ich sehe einen anderen Weg. Wir treffen uns weiter unten. Das kann ja gar nicht sein, da gab es keinen anderen Weg. Joseph lügt. Naja, soll er machen, was er denkt. Ja, riskier das lieber nicht, deine Brille könnte ja runterfallen. Okay. Dann mal in den Schacht hier. Ah, ich lasse lieber das Licht an. Kann ich hier drin kämpfen? Nein, okay. Scheiße.
Erst Kidman, dann... Spinnen. Nein, er meint natürlich Joseph. Jetzt ist er wieder ganz auf sich alleine gestellt. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das? Ich komme da nicht raus, bis ich das weiß. Ich muss aber raus. Shit. Ich kann es nicht einblicken. Keine Ahnung. Bin ich hier noch alleine? Oh, nee! Tu mir das nicht an, Spiel. Nicht schon wieder der Safe Cop. Oh, nicht der Safe Cop. Nein. Also von dem habe ich eigentlich den allermeisten Respekt, muss ich sagen. Weil man ihn ja nicht wirklich richtig töten kann. Zumindest noch nicht. Oh, nee. Ich sehe mich jetzt schon wieder rumrennen wie ein Irrer. Okay, L1 ist Rennen. Merkt dir, L1 ist Rennen, nicht R1. Och nee, da legt er wieder den Mist hin. Aber gut, den Mist kann ich jetzt noch entschärfen. Die Bauteile kann ich gut gebrauchen. Gut, ich gehe mal instinktiv erstmal in die Richtung. Natürlich geht es hier nicht weiter. Oh ey, ich hab zu viel. Ach, schon wieder das Gruselbild. Läuft er jetzt hier rum oder ist er weg? Erstmal. Nicht, dass der da hin und her läuft, mich gleich sieht. Oh Gott, erschreckt mich nicht so. Kontrollpunkt. Mensch. Was ist los hier? Ist er durchs Feuer gelatscht? Ich glaube schon, ne? Okay, das kann ich ihm nicht nachmachen. Es gibt auch Dinge, die will ich ihm gar nicht nachmachen. Ja, also da komme ich nicht durch. Keine Chance, da würde ich mich ein bisschen verbrennen. So ganz dezent. Muss ich wohl da lang, was? Oh, warte mal. Falle? Die rote Pünktchen, die bedeuten doch Falle. Aber ich sehe keine. Oh, ich höre ein Monster. Ah, und ich habe die Falle gesehen, da ist er. Oh, shit. Ich habe noch ein anderes Problem wie die Falle. Okay, wir warten erstmal. Ah, der hat eine Knarre, ey. So, ich würde gerne... Das kriege ich doch zeitlich gar nicht hin. Ich kann es nicht entfernen. Ich muss jetzt nochmal einen Rückzieher machen, aber ich mache hier drin meinen Rückzieher. Dann kann ich mich wenigstens, bis der wieder seine Runde dreht, umgucken. Oh, jetzt meinen sie es aber gut mit uns. Sachen Bauteile. Da kann ich jede Menge Bolzen herstellen später. Das gefällt mir. Hier könnte ich mich verstecken. Das sollte ich mir vielleicht auch merken. Ein gigantisches Gelfass. Okay. So, noch einmal werden wir versuchen, die Falle zu entschärfen. Wo ist er denn? Ah, da hinten steht er. Da rechts muss ich es machen, nicht links. Da rechts ist der Fallenanfang, wie auch immer wir es nennen wollen. Hoffentlich sieht er meine Knarre nicht. Die guckt ja eigentlich oben, ne? Spitzelt die empor, aber das blickt der Gute nicht. Hopp, dreh dich um. So, und jetzt schnell die Falle entschärfen. Komm. So, und weil wir auf Nummer Vorsicht gehen, gehe ich jetzt noch einmal zurück und warte, bis er hin und her läuft. Ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Ja, du brauchst ewig lange. So ein kleines Stück für einen ganzen Part. Ist mir egal. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich will das Spiel ja auch genießen. Auf meine Art. Und deswegen warten wir. Er scheint eine große Runde zu drehen, aber ist mir egal, er wird schon wieder kommen. Und dann werde ich ihn von hinten abstechen. Wir können ja schon mal gucken, aber ich sehe sonst keine Falle mehr. Sag mal, hat er jetzt die Waffe gewechselt oder sind das zwei? Der hatte doch vorher noch eine normale Pistole und nicht so eine Schrotflinte. Oder doch? Bin mir gerade nicht sicher. Na egal. Dann werde ich sie eben beide töten. Und hin, und hin. Und ah, shit, dann... Es könnte es rein theoretisch sein, dass da... Ach, du Kacke! Ist das... Dingens? Sah zumindest so aus. Egal, ich werde jetzt erstmal den töten. Und ich werde jetzt erstmal zurückgehen. Muss ich jetzt gerade nochmal gucken, wer das war. Ah! Also das kann doch nicht Ruvik sein, oder? Das ist, oder ist vielleicht das wieder so eine billige Kopie?
Ach, herrje. Meine Fresse. Kommt er jetzt her? Ruvik? Ruben? Alter, ihr? Wo bist du? Ist er in den Raum da gegangen? Vermutlich, ja. Ich hab Angst. Da läuft ein Ruvik rum. Oder ein Zombie, der sich die Ruvik-Kutte angezogen hat. Wer weiß. Es mag verrückt sein, aber ich werde jetzt versuchen, ihn von hinten zu töten. Komm, das kriegen wir noch hin. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Shit! Das kriegen wir nicht hin. Was ist los? Was ist dein Problem? Laura! Laura, 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 Laura. Ja, das kennen wir doch noch von der... Was? Oh. 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 Okay. Irgendwie bin ich durch die Säure gelatscht. Die hat mich so lange aufgehalten, damit mich Laura schnappen kann. Das war nicht schön. Dabei wissen wir doch, was zu tun ist. Wir müssen... Warte mal, wie haben wir den Fake Ruvik denn letztendlich geschafft? Haben wir die Hände zum Brennen gebracht? Ich weiß gerade nicht mehr. Oder haben wir einfach auf Ruvik geschossen? Ah, Mist, ey. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Na gut, wir haben ja einen netten Checkpoint eigentlich. Viel nachspielen müssen wir jetzt nicht. Machen wir den wieder in aller Ruhe. Diesmal werde ich mich aber trauen... Ja, jetzt kommt die Ungeduld wieder raus, so viel zum Thema, ich lasse mir Zeit, etc. Jetzt werde ich versuchen, das auf einmal zu machen. Also Falle und Zombie. Wenn es nicht klappt, mein Gott, dann laden wir halt den Checkpoint nochmal. Und los. Echt blöd, dass ich da durch die Falle irgendwie gelatscht bin versehentlich. Das ärgert mich gerade noch relativ sehr. Komm schon, komm schon, komm schon. So, jetzt muss ich natürlich gucken, wo unsere billige Kopie ist. Aber ich glaube nicht, dass ich den von hinten abstechen kann. So kam es mir vor. Es hätte nämlich eigentlich klappen sollen, aber... Ich habe keinen Bock auf den. Ja, der ist gerade da durchgeschlappt. Ich kann es jetzt nochmal probieren. Ich meine, vielleicht war es ja auch nur blöd. Ich probiere es jetzt noch einmal. Doch, es geht. Ist er jetzt echt tot? Wie geil! Ah, das ist ja spitze. Okay, dann mag ich ihn. Ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt hier wieder ewig mit so einem Laura-Dingsbums kämpfen. Ah, super, wenn ich hier alles metzeln kann mit meinem Messer. Das ist doch ultimativ, oder, das Teil? Fast schon zu gut. So, was haben wir denn hier Feines? Na, die Flasche hätte es liegen lassen können. Du alter Alki! Ich hab's in deinem Tagebuch gelesen. Schämst du dich nicht? Na gut, aber was ihm passiert ist. Ich könnte es schon fast nachvollziehen, aber eine Lösung ist es nicht. Na gut. Ja. Die scheinen darauf erpicht zu sein, dass ich mit Laura spiele und, ne, weil so viel Feuerkrams wie hier rumliegt. Aber nee, wenn es so geht, dann mache ich das lieber so. Ist doch klar. Okay, trauen wir uns weiter. Hier scheint ja... Doch, hier ist jemand, der könnte tot sein. Die Betonung liegt auf könnte und da schlappt einer rum. Na toll. Ich werde mal hier bleiben. Aber wenn der aufsteht, habe ich ein Problem, ne? Und wenn da links noch einer ist, dann sowieso, aber... Ich warte jetzt einfach mal ab. Ich hoffe einfach mal, dass... Ah, da hinten ist auch noch einer. Ich habe dich gesehen. Okay, komm, das kriegen wir hin. Das dauert zu lange. Ich muss eigentlich ein bisschen... So, und jetzt... Shit! Das... Was? Wo kommt denn jetzt auf einmal die dumme Falle her, ey? Oh, ey. Ganz ehrlich, ich schau schnell hin. Nein! Verbrenn ihn. Nur einen Schuss gebraucht. Das war geil. Okay, ist nichts passiert. Komm, wieder in den Sneak-Modus. Es ist nichts passiert. Wir können weiter sneaken. Oh, eine Granate. Sehr schön. Ich muss mich hier noch in Ruhe umgucken. Aber das... Scheiße! Der hat mich gesehen. Na komm. Hey! Wieso?
funktioniert das nicht. Ja, jetzt. Nein, nein, nein! Hör auf, nachzuladen, wenn ich Feuer machen will. Ah, oh, bad timing, ey. Okay, aber auch das haben wir geschafft. Ey, 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 ey. Aber es macht Spaß. Es macht echt Spaß hier. Nur schade, dass wir unseren Sneaking-Kurs nicht weiter geschafft haben. Das war echt ärgerlich jetzt gerade an der Stelle. Da hätte man die Munition gespart. Aber gut, es war jetzt nicht große Verschwendung. Dafür haben wir ja im vorigen Kapitel eine Menge gespart. Wo wir doch ein bisschen faul waren. Aber gut, jetzt kann ich ja das Feuergedöns mitnehmen. Nicht mal das habe ich. Ja! Ah! Ja, wo kommst du denn jetzt her, ey? Habe ich irgendwas verpasst? Nein, lass doch den Mist! Du bringst uns alle um! Oh Gott, ey, ja, der lebt ja natürlich noch. Der lebt natürlich. Ist ja klar. Ich glaube, der ist tot. Ich glaube, den muss ich nicht verbrennen. Der ist so komisch gefallen, ja. Der ist tot. Okay, das war nicht effektiv. Und weil das so schlecht war, werde ich das auch gar nicht speichern. Wir werden eventuell das Ganze noch einmal machen, falls ich sterbe. Also ich will mich jetzt nicht heilen, das wollte ich damit sagen. Und das nächste Mal machen wir aber erstmal hier weiter. Vielleicht kommen wir ja noch ganz gut durch. Wenn es wieder heißt, Let's Play The Evil Within.